Siehst du diesen Vulkan? Er ist ja nicht zu übersehen. Man sagt, an seinem Grund liegt ein Eingang in die Unterwelt. Und dann? Man betritt sie, indem man hineinspringt? Das ist Heldenmut. Ein tapferer Arkadier, den ich kannte, hatte dieselbe Idee. Und was wurde aus ihm? Die Hitze verwandelte ihn zu Asche, bevor er auch nur halb unten war. Ich schätze, einige Rätsel bleiben besser unerforscht.
ein gefährliches Gebiet, Kapitän. Ich habe das Gefühl, dass dies nicht unser letztes. Dein Herzschlag ist genauso laut wie das Meer. Wir nähern uns Naxos. Bist du aufgeregt? Nervös. Was soll ich ihr sagen? Du bist durch die halbe griechische Welt gereist, um sie zu finden. Du musst überhaupt nichts sagen. Einfach nur da zu sein wird reichen. Aber was, wenn sie von mir enttäuscht ist? Es gibt jetzt neue Wetzsteine. Irgendwas aus Lava. Das macht uns ein bisschen bequemer. Zurück! Los! Ich kann's kaum abwarten. Wir werden tödlich sein. Ich hab den Schmied darüber reden können. Ein ehrlicher Kerl. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Treff die Vorkehrungen und verdoppelt die Patrouillen. Wenn Paros sie entsendet, will ich sofort wissen, wenn sie da sind. Ja, Archon. Aber Archon, bitte, die Jesus, Händler sind... Ich verstehe deine Bedenken. Aber der Schutz der Stadt und der Steinbrüche hat oberste Priorität. Ihr dürft gehen. Die Beratung ist beendet. Cassandra? Wie? Wenn ich die Augen schließe, sehe ich dich noch immer fallen. Alexios lebt noch. Er ist bei Ihnen, oder? Ich begann ein ganz neues Leben. Kannst du das verstehen? Und jetzt erfahre ich, dass du lebst. Dass ihr beide lebt. Dein Bruder. Wir müssen ihn zurückholen. Dafür ist es zu spät. Ich habe euch einmal im Stich gelassen. Das reicht.
Was hast Wie du... Wie hast du... Ich habe eine Menge Fragen. Die haben wir beide. Aber frag. Ich antworte so gut ich kann. Erzähl mir von meinem wahren Vater. Wieso weißt du von ihm? Er sagte es mir. Nikolaus, du warst bei ihm? In Megaris, ja. Nikolaus war dein Vater. Er hat dich aufgezogen, bis ihm sein Dienst für Sparta wichtiger war. Es gab einen anderen. Was kannst du mir über ihn sagen? Ich hatte gehofft, du müsstest die Wahrheit nie erfahren, doch es gibt Dinge, die du wissen musst, wenn wir den Kult stoppen wollen. Was meinst du? Er erwählte mich lange vor deinem Vater, Nikolaus. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Was ist los? Soldaten von Paros haben in der Bucht angelegt. Nur wenige. Vielleicht ein Dutzend. Malakka! Timo, sammle die Truppen. Deine Fragen müssen warten, Kind. Ich möchte helfen. Kannst du mit diesen Waffen umgehen? Besser als damals, mit Sicherheit. Gut, komm. Wer greift da an? Paros, jenseits der Bucht. Es scheint, Silanos hat nun doch genug davon, den Marmorhandel zu teilen. Warum jetzt? Wir hatten immer Probleme mit Paros. Ich habe einen Angriff erwartet, nur nicht so bald. Dann ist es zu spät für Verhandlungen. Verbündete vergessen schnell ihre Treue schwüre, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Warum arbeitest du mit Sparta zusammen nach allem, was passiert ist? Paros hat sich mit den Athenern verbündet. Sie ließen mir kaum eine Wahl. Du brauchtest Hilfe. Eine Rivalität mit Paros ist das eine, doch sie machten einen Krieg daraus. Komm schon. Ihre Partnerschaft mit Athen war mehr, als Naxos schultern konnte. Los! Pass gefälligst auf! Unser Geld kommt doch nicht. Halt so schnell!
Es bestand immer eine Rivalität zwischen den Inseln. Schließlich herrschte Naxos einst über Paros und Andros. Und sie beneiden uns um unsere Handwerker. Und jetzt? Sie glauben, sie hätten ein Recht auf Expansion. Ihr Oligarch will ihre Flügel ausbreiten. Aber wir stutzen sie ihnen, bevor es dazu kommt. Die wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Du erinnerst mich an Nikolaos. Du kämpfst genau wie er. Gnadenlos und gerissen. Er wäre stolz. Ich habe nie vergessen, was ihr mir beigebracht habt. Ich hatte gute Lehrer. Ich wollte, dass du unaufhaltsam wirst. Und das bist du. Was passierte in der Arbolis nach jener Nacht? Ich fand deinen Bruder und brachte ihn zu dem Arztgehilfen Hippokrates. Ich hielt dich für tot. Ich wollte euch nicht beide verlieren. Ich sprach erst kürzlich mit ihm. Diese Nacht verfolgt ihn immer noch. Es brach mir das Herz, als mir die Heiler des Asklepios von Alexios Tod erzählten. Ihr beide wart meine ganze Welt. Er hat überlebt. Sie haben gelogen. Sie haben wohl erkannt, dass er besonders war und haben ihn dem Kult übergeben. Wir retten ihn vor dem Kult, Martha. Wir holen ihn zurück. Der Kult ist hinterhältig. Was sie einmal haben, lassen sie nicht los. Ich fürchte, es ist zu spät für ihn. Dich habe ich doch auch gefunden. Ich weiß, wir können ihn retten. Gemeinsam. Ich verstehe nicht, was der Kult von unserer Familie will. Es gibt viele Gründe, Kind. Was haben wir ihnen je getan? Jetzt lautet die Frage wohl eher, was wir ihnen antun werden. Sie fürchten uns. Deine Vorfahren sind ihnen seit Generationen ein Dorn im Auge. Sie haben beschlossen, dass wir sterben müssen, damit sie ihre Pläne umsetzen können. Der Kult wird bezahlen für das Leid unserer Familie und der griechischen Welt. Du bist stark, mein Kind, aber man erlegt dieses Biest nicht mit Schwert und Speer allein. Ich nutze jede Waffe, um sie so leiden zu lassen, wie wir leiden mussten. Ich weiß, du hast Sparta verlassen. Aber wie kamst du auf diese Insel? Ich konnte bei Nikolaos nicht bleiben nach all dem. Ich musste raus aus Sparta. Wieso hierher? Ich sah die Möglichkeit, Menschen zu helfen, etwas zu erschaffen. Ich wurde zur Herrscherin ernannt und beschütze diese Insel vor jenen, die ihr schaden wollen. Du hast wirklich Unglaubliches erreicht. Naxos kann sich glücklich schätzen, dich als Herrscherin zu haben. Der Weg war nicht ohne Hindernis. Ich bin stolz auf das Erreichte. Schade, dass es nicht mehr Anführer wie dich gibt. Führen wir das Gespräch woanders fort, ohne den Geruch des Todes in der Luft. Reite mit mir. Komm schon, komm. Diese Insel ist wunderschön. Oh ja, Sparta ist nichts im Vergleich zu Naxos-Stränden. Sparta. Ich erinnere mich nur an den Fuß des Taygetos-Gebirges. Als ich dich nach deiner Geburt zur Pythia brachte, komm schon, sagte sie nichts von solch einem Unheil. Sie sagte, du hättest Großes vor dir. Die Pythia kann nicht alles vorhersehen. Deine Kommandantin hat mit dem Alarm schnell gehandelt. Timo weiß, wie gefährlich Paros ist. Sie machen keinen Hehl daraus. Wer Soldaten schickt, sendet eine klare Botschaft. Es gibt kein Abkommen? Früher vielleicht, doch es ist lange her. Jetzt besteht kein Zweifel mehr daran, dass Paros der Feind ist. Ein Feind, den ich mit dir besiegen könnte. Darüber sprechen wir später. Aber ich denke, du hast recht. Ah.
Der Tempel nimmt Gestalt an, Evandros. Er wird allerdings eine Ruine bleiben, wenn wir nicht bald weitere Spenden erhalten. Doch das Geld fließt ins Militär. Es muss sein, wenn wir nicht wollen, dass der Feind den Tempel zerstört. Aber ich sehe, was ich tun kann. Es ist eine gute Tat, den Bau zu vollenden. Lykdamis war ein großer Mann, dem Ehre gebührt. An seinen Kampf gegen Korruption und Oligarchie sollte man sich stets erinnern. Wir müssen den Tempel fertigstellen. Hab Dank, Felix. Was für ein seltsamer Tag das war. Aber ein guter. Ich hatte sicher schlimmere. Ich auch. Du bist eine bemerkenswerte Frau geworden. Doch ich erkenne die Bürde auf deinen Schultern. Dich zu finden hat sie mir leichter gemacht, glaube ich. Ich bin froh. Doch wieso führen uns die Götter jetzt zusammen? Damit wir den Kult ein für alle Mal vernichten. Wenn es nur so leicht wäre. Du hast Kraft, doch allein erreichen wir nichts. Sie sind der Ursprung all unserer Qualen. Und sie werden noch viel mehr Schmerz verursachen, wenn wir untätig bleiben. Ich ließ dieses Leben hinter mir, als ich Sparta verließ. Meine Sorge gilt jetzt allein Naxos. Lass mich dir helfen. Wir verteidigen Naxos und jagen dann den Kult gemeinsam. Myrine, das Symposium beginnt in Kürze. Bei den Göttern. Es tut mir leid, Liebes. Ich vergaß. Sattle die Pferde. Ich bin bald zurück. Das Symposium? Ich muss den Menschen zeigen, wie stark ihre Anführerin ist. Manchmal müssen wir der Welt ein Gesicht der Stärke zeigen, selbst wenn unter der Maske das Chaos tobt. Ich helfe dir gegen den Kult, doch bevor ich Naxos verlassen kann, muss ich wissen, dass es ohne mich überlebt. Wie kann ich helfen? Paros muss erledigt werden. Wir müssen ihre Position schwächen. Sind sie verwundbar, treffen sie leichtsinnige Entscheidungen und wir schlagen zu. Und wie lautet dein Plan? Wir müssen Paros Flotte zum Gefecht zwingen und sie zerstören. Doch mein Flottenführer Aeneas wird vermisst. Er ist zu Friedensgesprächen nach Paros gesegelt und sein Schiff kam nie zurück. Keine Sorge, ich finde ihn. Falls nötig, findest du mich beim Symposion. Aber sei weniger bedrohlich, wenn du mich dort besuchst.